So, Fragen. Logistik, organisatorisch. Okay, wunderbar. Dann starten wir jetzt mit unserem ersten Fachreferent. Das ist der Samuel Summermatter. Er ist Elektroingenieur, Experte Photovoltaik Engineering und Co-Geschäftsleiter bei der Plan AG. Sein Thema ist Gebäude als Energiesystem. Nebst der technisch ausgereiften Lösungen ist im Samuel auch wichtig, dass die Gestaltung gut rauskommt. Er sagt, sein Fokus liegt bei Energieprojekten, wobei auch die Baukultur nicht zu kurz kommen darf. Herzlich willkommen, Samuel Summermatter. Einen großen Applaus! Grüezi miteinander, auch von meiner Seite. Ich darf Ihnen heute etwas über Gebäude als Energiesystem erzählen. Das passt natürlich relativ gut zu dem Veranstaltungsort, wo wir hier haben, in der Energiearena in Spreitenbach, wo als Gesamtsystem eigentlich bereits in Zukunft gedacht worden ist. Ich mache eine kurze Einleitung über die Herausforderungen, die wir haben mit der erneuerbaren Energie. Also warum brauchen wir die überhaupt und was sind die Herausforderungen, um die hier in der Schweiz in diesem Umfang zu installieren, wie das notwendig ist. Ich gehe dann ein auf das Gebäude als Kraftwerk, Gebäudehülle als Kraftwerk. Und dann komme ich mehr in euren Fachbereich hinein, zu den Schnittstellen, zu der Gebäudetechnik. Und die sind natürlich immer auch noch gekoppelt mit planerischen Herausforderungen, die man hat, um das Ganze als laufendes System zu etablieren. Kurze Einleitung, wo komme ich her? Ich arbeite bei der Plan EAG, das ist eine Firma für Fachplanung von Photovoltaiksystemen und in Kombination mit integraler Energiekonzept, wo wir eigentlich die ganze Gebäudetechnik auch mit berücksichtigen. Bis zu größeren Speichersystemen, wo wir dann später noch sehen, die eigentlich immer wichtiger werden im Zusammenhang mit Photovoltaikanlagen. Ja, warum rede ich überhaupt über das Thema heute? Wir haben mit der Energiestrategie 2050 beschlossen, aus der Atomenergie auszusteigen. Wir haben beschlossen, CO2-neutral zu werden. Das heisst, wir haben eine grosse Herausforderung, wegzukommen von den fossilen Energien. Was heisst, dass wir die ganze Gebäudetechnik und Mobilität vor allem umstellen auf erneuerbare Energie. Und das geht bei beiden Technologien eigentlich nur über der Energieträger Strom. Das heisst, unser Strombedarf wird steigen um etwa 30 Terawattstunden, wo wir mit erneuerbaren Energien abdecken können. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist natürlich, dass wir einfach effizienter werden und weniger Strom verbrauchen grundsätzlich, weil wir Gebäudehüllen zum Beispiel sanieren, effizientere Technologien einsetzen. Aber wir kommen nicht darum herum, zusätzlichen Strom zu produzieren in Zukunft. Eine weitere Herausforderung ist natürlich, gerade wenn man eben an die erneuerbaren Energien denkt, allen voran Photovoltaik mit dem grössten Potenzial in der Schweiz, ist, dass wir im Winter genug Strom haben. Das grösste volkswirtschaftliche Risiko in der Schweiz ist eine Strommangellage und die ist prinzipiell eher im Winter zu erwarten. Das heisst, auch da ist es wichtig, dass man eigentlich die Technologien so baut, damit die eben ein zusätzlichen Beitrag leisten zum Winterstrom. Bereits heute, wie man auf der oberen Grafik sieht, tut die Photovoltaik die Speichersee, die wir hier haben in der Schweiz, mit zusätzlicher Energie unterstützen, sodass die eigentlich weniger schnell geleert werden. Ja, wie viel Leistung brauchen wir denn überhaupt, um die Energiemenge zu produzieren? Man geht von rund 50 Gigawatt Leistung aus der Seite vielleicht den meisten nicht so viel, einfach als Vergleich. Unser Stromnetz, schweizerisches Stromnetz, kann rund 12 Gigawatt transportieren. Also wir brauchen viel mehr Leistung, Anschluss von Photovoltaikanlagen, weder unser Stromsystem überhaupt kann transportieren. Das heisst, wir müssen verschiedene Massnahmen greifen. Wir müssen zuerst sicher den Strom vor Ort brauchen, also dass man eben gar nicht muss transportieren, auch mit weniger Verlust behaftet. Wir müssen wahrscheinlich auch das Netz am einen oder anderen Ort ausbauen, vor allem im Zusammenhang mit den Erneuerungen, die sowieso anstehen.
Und dann ist wichtig, ein Lastmanagement oder Energiemanagement, sei das auf der Verbraucherseite, wie aber auch auf der Produktionsseite. Also die Energiespitzen, die hier auf der oberen Grafik erscheinen im Sommer, die werden wir künftig nicht einfach so ins Stromnetz einspeisen können. Für das haben wir zu wenig Kapazität vorhanden. Also 50 Gigawatt Leistung müssen wir installieren. Wo installieren wir denn die? Angefangen bei den Dächern, das machen wir schon seit 30 Jahren, wo wir Dächer nutzen zur Stromproduktion. Übrigens eine Frage in die Runde, was habt ihr das Gefühl, wie viel Stromproduktion, wie viel Anteil vom heutigen Stromverbrauch produzieren wir bereits mit Photovoltaikanlagen? Wer ist für unter 5%? Wer ist für über 10%? Ja, da sieht man eigentlich, dass ihr nicht ganz aktuell sind, was eigentlich recht wichtig wäre für die Abstimmung, die jetzt dann nicht kommt. Also wir sind bereits jetzt über 10% vom Stromverbrauch in der Schweiz wird durch Photovoltaikstrom gedeckt. Und das Wachstum geht eigentlich sehr steil weiter. Das heisst, wir brauchen zusätzliche Flächen, wie zum Beispiel Fassaden. Oder auch, ich weiss, hoffentlich kommt nicht eine Tomate zu fliegen, auch Freiflächenanlagen. Aber dort ist ganz wichtig, dass man eigentlich schaut, möglichst die ganze Gebäudehülle zu brauchen, damit wir eben auf möglichst wenig Freiflächenanlagen zurückgreifen. Die wird es brauchen, vor allem für die Winterstromproduktion, aber wir werden doch unsere Landschaft in der Schweiz möglichst können schonen. Dann schauen wir mal ein Gebäude an als Kraftwerk. Ganz ein einfaches Gebäude, wird so wahrscheinlich nie gebaut. 100 Quadratmeter auf allen Seiten, kein Fenster und nichts. Aber ich habe das Gebäude genommen, um zu vergleichen, wo kann ich denn wie viel Strom produzieren. Wenn man hier schaut, dann sieht man, dass alle Fassadenflächen zusammen mehr als doppelt so viel Energieertrag haben wie das Dach. Also kann man 50% Fenster machen und wir produzieren in der Fassade genau gleich viel Energie, wie wir auf dem Dach produzieren könnten. Die Südfassade hat hier einen relativ grossen Anteil mit rund 3/4 vom Dach. Und wichtig, das seht ihr, wenn ihr hier schaut, im Januar, Februar und auch am Ende des Jahres, dass die Fassade eigentlich im Winter mehr Strom produziert eben als das Dach. Und das ist eben extrem wichtig. Wenn man die ganze Fassade nimmt, ist das sogar 4-mal mehr Strom, der im Winter produziert wird, weder auf dem Dach. Also es ist sehr entscheidend, dass man eben die ganze Gebäudehülle nutzt. Ich komme dann auch noch einmal darauf zurück, auf all die Einleitung von der Tamara, wie wir das gestalten? Es hat wahrscheinlich niemand Lust auf einfach nur schwarze Gebäude. Aber wenn wir zuerst das Dach anschauen, das kennen wahrscheinlich die meisten, das Flachdach, das man nutzen kann, mit Kies bedeckt, auch mit Begrünung, wenn man die richtigen Systeme einsetzt. Und natürlich bekanntes Schrägdach. Beim Schrägdach möchte ich vor allem erwähnen, dass wir da eigentlich schon sehr weit sind, wo das Photovoltaikelement ein Bauteil wird, ein Gebäudebauteil wird, wo eigentlich zum Gebäude dazugehört. Das heisst, das ersetzt ein anderes Teil, wie zum Beispiel ein Ziegel. Auf dem Flachdach ist die Herausforderung, dass wir immer mehr Anforderungen haben, was wir dann auf dem Dach machen wollen. Also wir möchten gerne Begrünung haben, um zum Beispiel die Städte noch abkühlen. Wir möchten gerne vielleicht noch ein bisschen Erholung haben, Dachterrasse und so weiter. Das heisst, die Dachfläche schrumpft immer. Vielleicht kommt noch ein Rückkühler von dem Wärmepumpensystem oben drauf. Das heisst, die Dachfläche schrumpft bzw. wird divers genutzt. Das sieht man da auf diesen Beispielen sehr gut, dass nicht überall die ganze Dachfläche genutzt wurde, ist zur Energieproduktion. Auf dem Schrägdach ist das ein bisschen anders. Dort kann man eigentlich die Dachfläche vollflächig nutzen, eben kann das integrieren, sodass man eigentlich das als Bauteil einsetzt. Die klassischen Aufdachanlagen, die man bei Bestandesbauten natürlich auch machen kann, habe ich jetzt hier nicht bildlich dargestellt, aber ist natürlich auch eine günstige Alternative zu der Integration ins Dach. Dann kommen wir zu der Fassade, zu eben der wichtigen Fassade, wie wir jetzt schon festgestellt haben. Das kann ich machen mit diesen Standard-Armaturen, die ich sonst aufs Dach rauf tue. Auf der linken Seite. Sieht natürlich nicht so schön aus. Sie sind zwar heute auch immerhin ziemlich schön schwarz, einheitlich schwarz. Aber wenn ich das noch als Gestaltung einsetzen will, schlussendlich ist die Fassade das Gesicht des Gebäudes. Das heisst,
Da arbeiten wir eigentlich mit Laminat, die haben keinen Rahmen. Da kann man das Glas einfärben, gibt es verschiedene Technologien. Man kann die verschiedenen Formen haben, zugeschnitten und kann so eigentlich die Gebäudehülle anfangen gestalten mit dem Architekt zusammen. Ich zeige hier drei Beispiele dazu. Das ganz links ist eine Industriefassade von einem Parkhaus in Kaiseraugst. Da sieht man klar, da ist das primäre Ziel gewesen, möglichst viel Energie produzieren, optimiert. Beim Beispiel in der Mitte würde ich jetzt behaupten, ein Laie, der dort geht, einkaufen beim Migros, der wird wahrscheinlich gar nicht fest merken, dass dort eine Solarfassade ist, und zwar rundum ums Gebäude. Sowohl bei dem braunen Haus wie auch beim blauen Haus ist eigentlich die ganze Gebäudehülle, wo Strom produziert. Auch da schön gesehen, vom Dach haben wir fast keinen Platz zum Strom produzieren. Und rechts eine Sanierung, also auch bei Sanierungen, nicht nur bei Neubauten kann man das machen, ein Hochhaus in Basel, das saniert wurde, wo die ganze Gebäudehülle neu Strom produziert. Die zwei Beispiele möchte ich eigentlich noch aus laufenden Projekten zeigen. Auch links eine Sanierung, wo klar ist, da ist das Solarmodul als Gestaltungselement vom Architekt eingesetzt worden, mit einem speziellen strukturierten Glas und so weiter. Also da diskutieren wir eigentlich gar nicht mehr darum, was kostet das, weil es ist eigentlich die Gestaltung. Oder? Bei der Gestaltung darf es manchmal auch ein bisschen mehr kosten. Und rechts ein Gebäude, wo eigentlich in Zürich, wo die Energievorschriften, wie sie heute gelten, gar nicht einhalten kann mit nur einer Solaranlage auf dem Dach, weil einfach die Dachfläche viel zu klein ist. Oder? Auch da rundum, sobald man eine Seite mit Photovoltaik macht, machen wir es eigentlich rundum, weil es eben ja die Gestaltung des Gebäudes am Schluss ausmacht. Gut, dann kommen wir jetzt ein bisschen Technik rein. Was mache ich denn jetzt mit dieser Energie? Wir haben gesehen, wir können nicht alle Stromnetze einspeisen. Das heisst, wir müssen schauen, dass wir die vor Ort gerade verbrauchen können. Einfach in einem Einfamilienhaus oder in einem Gewerbebetrieb, der einfach ein Verbraucher ist. Klar kann man das einfach selber brauchen. Es gibt aber auch Möglichkeiten, wie man das eigentlich an alle Nutzer des Gebäudes, an die Mieter weiterverkaufen kann. Entweder über ein Praxismodell vom Verteilnetzbetreiber, über einen Zusammenschluss zum Eigenverbrauch. Und neu mit dem Energiegesetz, wenn das kommt, kann man mit einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch selbst über die Gebäudegrenze, über die Arealgrenze raus das nutzen, ohne das Netz zu belasten. Oder dann in lokalen Elektrizitätsgemeinschaften auf kommunaler Ebene so eigentlich zu reduzierten Netztarifen den Strom nutzen. Da sieht man jetzt auch, woher das kommt. Wir müssen eben den Strom lokal nutzen, um nicht grosse Netzausbaukosten zu generieren. Und darum gibt es eben dann auch reduzierte Nutzungstarife auf dem Stromnetz. Aber vor Ort, im Gebäude, zusammen mit der Gebäudetechnik, ist natürlich ein riesiges Potenzial zur Optimierung. Oder wir sehen hier, wenn wir ein Gebäude haben mit Haushaltsstrom und Wärmepumpe und man nichts optimiert im Vergleich zum gleichen System mit einem Energiemanagementsystem, das eigentlich schaut, dass man die Energie, wenn sie produziert wird, auch gerade verbraucht, wo man den Eigenverbrauch, also eigentlich den lokal verbrauchten Strom, mehr als verdoppeln kann. Und das ist sehr wichtig, um eben können, die vorhandenen Speicher vor Ort zu nutzen. Das heisst, das Gebäude von der Zukunft, das selbstverständlich eine aktive Energiegebäudehülle hat, hat auch immer ein Energiemanagementsystem, das die grossen Verbraucher kennt, die Energieflüsse im Gebäude kennt und die entsprechend auch steuern kann. Zum Beispiel die Ladestation vom Auto, die Wärmepumpe, die sie haben, bis aber zu einfachen Haushaltsgeräten, die man heute auch sehr einfach einbinden kann. Wenn man jetzt den Strom mit dem Nachbarn getauscht hat, die Wärmepumpe angesteuert hat, also das heisst den Speicher der Wärmepumpe oder die Gebäudemasse als Speicher, das Elektroauto angesteuert hat und jetzt immer noch Strom überschüssig hat, dann kann man den entweder nicht produzieren oder man kann eben in eine lokale Batterie speichern. Aber erst dann und natürlich auch zusammen mit dem Energiemanagementsystem eingebunden. Wir sehen also, es gibt eigentlich viele planerische Herausforderungen und dabei ist es sehr wichtig, dass die eigentlich von Anfang an in der strategischen Planung und auch in allen Planungsschritten nach SIA mit berücksichtigt werden und entsprechend auch wichtig, dass da Zuständigkeiten, wer plant denn die Integration ins Gebäude, in die Gebäudetechnik von dieser Produktionsanlage, festgehalten muss werden. Ich habe ein paar Stichworte aufgelistet, die könnt ihr gerne in der Unterlage, die ihr bekommt, noch im Detail nachlesen. Also zusammenfassend,
Wir brauchen die Energieproduktion aus der Sonne. Wir haben nicht viele Alternativen. Wir haben ein bisschen Wind, wir haben Wasser, aber das grösste Potenzial ist bei der Sonne. Technische und gestalterische Lösungen für die Energieproduktion, die sind parat, die wenden wir heute schon an. Die Nutzung der Energie vor Ort ist sinnvoll, wirtschaftlich und wird noch wirtschaftlicher mit dem neuen Energiegesetz, weil die Rahmenbedingungen eben so gesetzt werden, dass am richtigen Ort die Anreize stehen. Entsprechend müssen auch die Energiespeicher, die vorhandenen Energiespeicher, vielleicht in Zukunft auch vermehrt lokale Batteriespeicher eingesetzt werden. Und damit das in Ihrem Projekt gut funktioniert, ist eben die integrative Planung von diesen Anlagen, vom Energiekonzept von Anfang an im Projekt sehr wichtig. Ich hoffe, ihr könnt somit etwas mit heimnehmen von meiner Seite. Und jetzt stehe ich sehr gerne noch für Fragen zur Verfügung, falls es irgendwelche gibt. Sind alle am Aufstrecken? Doch, ja. Super, ja, schön. Das ist eine sehr gute Frage, wo ich würde sagen, das ist man sich noch gar nicht ganz bewusst. Also man muss sehen, es gibt im Moment den Vorschlag von diesem Gesetz. Und wer sicher wird, müsste dabei sein, ist der Energieversorger. Und dann muss man mal sagen, was muss denn wie viel Netznutzungsgebühren zahlen, oder? Das gibt eigentlich einen Unterschied. Und dann kann man sich vorstellen, dass das einfach ein grosser Produzent und ein grosser Verbraucher zusammen planen. Es kann aber auch sein, dass eine Gemeinde sagt, ja, machen wir das nicht gerade über die ganze Gemeinde. Das hat der Gesetzgeber nicht geregelt. Oder er sagt einfach, wie sind die Rahmenbedingungen und überlässt das am Markt, die Ideen, die man entwickeln kann. Also wenn jemand noch ein Start-up gründen in diesem Bereich, gäbe es sicher diverse Möglichkeiten dazu. Ich habe eine Frage zum Gebäudezusammenschluss. Also wenn ich mehrere Gebäude habe und die gemeinsam werden, die Energie nutzen, vertreibt oder andere in der PV-Anlage vom Dach, ist es A denkbar? Funktioniert das, respektive lohnt sich das wirtschaftlich? Wirtschaftlichkeit ist immer eine grosse Frage. Was lohnt sich nicht? Also ja, Eigenverbrauch habe ich verstanden, aber wäre das auch möglich, dass ich mit Übernacht für meinen Solarstrom könnte? Ja. Also das kann man eigentlich heute schon. Dort ist einfach ein Unterscheiden. Im Bestandesbau ist es relativ schwierig, weil die Leitungen zwischen diesen Gebäuden gehören dem Verteilnetzbetreiber. Oder? Und die müssen wir zurückbauen und neu bauen. Das ist nicht wirtschaftlich. Im Neubau machen wir das schon heute, dass man eigentlich das Areal zusammenschließt. Da hat man einfach nur noch einen Übergabepunkt zum Verteilnetzbetreiber und hinten dran macht man eben den Zusammenschluss. Man kann das aber noch erweitern mit dem neuen Gesetz, so virtuellen Zusammenschlüsse, wo eigentlich bis zum Haus, also nicht bis zum Verteilkasten, wo die Leitung schon jetzt jeder selber gezahlt hat, also in einem Quartier zum Beispiel, kann man dann ein virtuelles ZEV machen. Das heisst, man darf eigentlich über den Verteilkasten den Strom am Nachbar verkaufen, ohne dass der muss Netzgebühren für den Strom zahlen. Das ist eben das Entscheidende, dass eben die Wirtschaftlichkeit nachher auch gewährleistet ist. Also man kann es jetzt schon und es wird noch einmal erweitert über das neue Gesetz. Und wie wird das abgerechnet? ZEV ist so, eben es gibt das Praxismodell für Verteilnetzbetreiber, das ich erwähnt habe. Das kann abgerechnet werden über den Verteilnetzbetreiber. Da gibt es eine kleine Gebühr drauf und dann tut er das abrechnen. Wenn er das anbietet, als Modell, das machen nicht alle Netzbetreiber. Die Variante B ist, ich bin als Zusammenschluss nur noch ein Kunde beim Energieversorger und tue das intern selber abrechnen. Wie ihr es macht mit der Wärme, mit dem Wasser, mit privaten geeichten Zählern, wo man das nachher dann nicht abrechnen. Da gibt es entsprechend. Genau, also von Neowag oder EGonline oder was auch immer. Genau. Ja. Noch eine Frage? Meine Frage ist, wie lange ist das Stunde? Also ein normales Modul, ein Standardmodul, wo man das Dach tut, das hat zwischen 25 und 30 Jahren Lebensdauer. Die Module, die man als Gebäudehüllenbauteile einsetzt, die haben einen anderen Aufbau, die haben auf beiden Seiten ein Glas. Glas wissen wir, das hält ewig, oder? Das heisst, dort wird die Lebensdauer eigentlich verlängert auf 40 bis 45 Jahre. Dort hat man noch keine Erfahrung vom Feld, sondern nur aus Klimaschranktests. Aber man geht davon aus, dass die 40 bis 45 Jahre haben, die Module. Und nachher werden die eigentlich
recycelt, das heisst, es wird das Aluminium entfernt, wenn es das dran hat, dann wird es geschreddert, der Kunststoff wird verbrannt, oder? Und die Rohmaterialien werden nachher dann wieder verwendet. Das funktioniert jetzt schon. Genau. Also auch schon in Europa gibt es schon solche Recyclingstätten. Es ist natürlich so, dass die Menge, die jetzt anfällt, der Abfall noch nicht so gross ist. Oder? Das heisst, es gibt im Moment wird es noch relativ weit transportiert zu diesen Recyclingstätten. In Zukunft wird es die viel regionaler geben, weil halt mehr anfällt. Ja. Das ist richtig, also der Brandschutz ist natürlich in der Fassade viel wichtiger als auf dem Dach. Also nicht, dass er auf dem Dach nicht wichtig ist, aber wenn es auf dem Dach brennt, dann brennt wenigstens oben nicht nochmal die nächste Wohnung an. Oder? Aber dort ist man an einer Lösung dran. Also es hat mal ein Thema gegeben in Zürich, dass man gesagt hat, es gibt gar keine PV-Fassade mehr. Das Problem ist gelöst. Man hat sich dort austauscht mit den Gebäudeversicherungen, mit dem VKF und hat ein Übergangsdokument, das im Moment gültig ist, wo eigentlich festlegt, wie das die Anlagen geplant werden müssen. Und Swiss Solar ist dann über, mit Brandversuch ein entsprechendes Standardtechnikpapier zu erarbeiten, wie man es vom Holzbau kennt. Oder ein Gebäude, das mit einer Holzfassade ist, ist heute klar, wie man das machen muss mit Brandregeln und so weiter, wie man das bauen muss. Aber bei der Photovoltaik haben Sie recht, dort braucht es noch ein bisschen mehr Planungsbedarf, es braucht ein bisschen mehr noch Fachleute, weil der Stand von der Technik noch nicht so niedergeschrieben ist. Aber man kann die Fassade auch heute bauen. Eine Frage. Das fällt auch die Möglichkeit, dass man sich total von Medien trennen kann. Also grundsätzlich besteht die Möglichkeit. Also wir nennen das. Ja. Also wenn man den Zähler gerade abgeht, hier hinten ist ein Gebäude, sehen Sie hier auf dem Plakat, energieautarkes Mehrfamilienhaus. Das hat, die haben den Zähler abgegeben oder gar keinen gebaut. Der René Schmid, der das gemacht hat, er hat relativ viel investiert. Das Gebäude hat riesige thermische Speicher, dass er eben die Wärme im Sommer produzieren kann. Das hat Wasserstoffspeicher, damit es auch im Winter noch genug Strom hat. Es hat auch grosse Batterien drin. Also grundsätzlich, ja, kann man. Die Kosten sind aber dort noch relativ hoch. Wobei der René Schmid immer sagt, es ist tragbar für die Bewohner, die dort wohnen. Also es ist ein real bewohntes Gebäude, das existiert. Ob es Sinn macht, ist dann die andere Frage, oder? Weil es macht keinen Sinn, dass man eigentlich die Energie vor Ort einfach behaltet für das Gebäude, wenn nebendran vielleicht ein Gebäude steht, das älter ist und noch keine Solaranlage hat. Dann ist es schade, dass die Energie dann einfach nicht produziert wird oder sehr ineffizient in Wasserstoff umgewandelt wird, solange das Gebäude nebendran dann noch brauchen kann. Natürlich müssen wir das künftig können speichern. Aber im Moment macht es eigentlich Sinn, dass man das in einem Verbund nutzt, die Energie. Gut, danke vielmals. Unsere Wertschätzung. Danke vielmals. Noch ein Tröpfel. Ist das immer noch der ohne Alkohol? Ja, okay. Alkohol ohne Alkohol, er ist aber sehr fein, Alkohol, muss ich sagen. Geniessen Sie es, wir sehen uns ja nicht mehr. Nein. Ach, schade, ist schön gewesen mit Ihnen. Ja. Bleiben Sie aber noch unter uns? Ich bleibe noch da, ja. Gut. Also wenn es noch mehr Fragen gibt, nachher beim Apro bin ich noch da. Prima, Samuel Sommermatter, herzlichen Applaus.